Ja, willkommen in der Immobilien-Weiterbildungsserie. Ich begrüße heute bei uns im Studio den Herrn Dr. Neuwirther. Grüß Gott. Hallo. Ja. Der Herr Dr. Neuwirther kommt aus Kärnten zu uns und er war lange, lange Jahre Fachgruppenobmann der Immobilientreuhänder in Kärnten. Wie lange eigentlich? Gute 20 Jahre. Ja. Auch im Bundesinnungsausschuss seiner Zeit, ja, im Fachverbandsausschuss. Und auch jetzt noch immer im Fachgruppenausschuss in Kärnten der Immobilienvermögenstreuhänder. Und generell, wie viele Jahre Erfahrung im Sektor? In der Branche werde ich ungefähr sein, so knapp 50 Jahre. Bald werden es 50. Mhm. Und ich kann daher aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart als Erfahrung und auch über andere genug erzählen. Wunderbar. Also das ist sicher sehr spannend für unsere Studenten. Und gleich zu Beginn habe ich eine Frage, und zwar die letzten 40 Jahre oder 50 Jahre sogar. Was hat sich da verändert im Ausbildungssektor, im Bereich Immobilien? Gott sei Dank sehr viel. Als ich vor circa über 40 Jahren die Bildung als Notwendigkeit für die Branche nach außen hingetragen habe, hat man mich belächelt und gesagt, unnotwendig, wichtig ist der Schlüssel für die Besichtigung der Wohnung. Für Verkaufsschulungen sehr wichtig, aber zu den Wohnungen selber ein anderes Wissen. Unnotwendig, ganz im Gegenteil, zu viel Wissen hindert den inneren Verkauf. Und wo hat man sich früher ausgebildet und was ist da unterrichtet worden? Ja, nur primär früher, nur Verkaufsschulungen. Wie argumentiert man Provisionshöhen, wie argumentiert man überhaupt, dass man den Kunden zum Kauf bringt oder zum Verkauf? Und das war absolut zu wenig. Was sind heute so wichtige Inhalte von einer Immobilienausbildung? Ja, heute ist Gesetz, ein halber Jurist geht verloren beim Makler. Aber nicht nur das, auch die Persönlichkeitsausbildung, glaube ich, wird immer wichtiger. Ja, auch ein gewisses ethisches Denken könnte der Branche nicht schaden. Darum war auch der letzte Bundestag in Kärnten. Ethik bringt Erfolg als Hauptthema. Und schauen Sie mal, was muss ein Makler alles sein? Er muss fast auch halber Anwalt sein oder Notar, Vertragsrecht und sonstige Informationen. Er muss auch halber Zivilingenieur sein, Bautechnik, gewisse bautechnische Begriffe müssen auf alle Fälle in sein. Dann Steuerberater. Er muss informieren über Medium, Immobilienertrag, Steuer, Grunderwerb, Steuer, Gebühren etc. Und ein Verkäufer soll er auch noch sein. Und wenn er Verwalter ist, dann soll er auch noch ein guter Psychologe sein und Mediator, damit er insbesondere Wohnungseigentumsgemeinschaften allfällige Streite schlichten kann, weil sonst der Streiten zu schimpfen dann über den Verwalter. Das hört sich ja sehr abwechslungsreich an. Also so ein Job in der Immobilienbranche, wenn man da einsteigt, das sind ja viele, die neu einsteigen, die umsteigen, die sich weiterbilden, die schon viele Jahre in der Branche drinnen sind. Wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen als Immobilienmakler? Also man steht in der Früh auf, trinkt seinen Kaffee und wie geht es dann weiter? Ja, wenn Sie mir vor über 50 Jahren gesagt hätten, ich lande in der Immobilienbranche, hätte mich entrüstet abgewandt. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, im Hotel, beim Meldezettel Immobilienmakler zu schreiben, bei Beruf oder damals war es noch Realitätenvermittler geheißen. Heute schreibe ich das mit Stolz, weil ich eben weiß, dass der Makler ein ganz hochwertiger, qualitativer Beruf ist. Denk es nur mal daran, auch volkswirtschaftlich die immense Bedeutung. Die ganze Finanzkrise, die Weltfinanzkrise, ist eigentlich von einer Immobilienblase ausgegangen. Sicher waren die Banker schuld und nicht die Makler, weil die haben geschaut, dass sie verkaufen können, aber die Banker hätten wissen müssen, wo sie finanzieren. Aber es war Immobilienwirtschaft. Und da genügt es nicht mehr mit einer, Anführungszeichen, Immobilienvolksschulbildung. Heute wird mehr verlangt, wie immer alles im Leben. Und wie ich früher aufgezählt habe, die ganzen Berufe, die ein Makler teilweise kennen muss, zeigen schon, es ist notwendig, mehr machen und dauernd was zu machen.